Ich war kurz abgelenkt. Hier kam gerade so ein frischer Kaffee bei mir reingeflogen. Ah. Habe ich jetzt nicht gesehen. Donnerstag, 11.10 Uhr, 48,63 mm. 84 meine ich. Ich auch, 40. Manfred! Manfred! Manni! Manni! Manfred! Manfred? Ja, warte. Bist du da? Oh, so ein Uhrladen könnte ich um die arbeiten, Alter. Ah, er guckt jetzt wegen der alten Schreibmaschine, ne? Manfred! Kuckuck! Manfred, komm raus, ich verstell all deine Uhren. Ah, da ist er ja. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Scott? Das nicht, Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lang ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Okay. Aber ich dachte, wir wollten ein paar Infos. Na, ich denke, das werden wir auch gleich erfragen. Aber wir kennen ihn scheinbar persönlich, von daher. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mach. Tatsächlich, mit der Spruch auch gerade schon in den Sinn gekommen. Scotch für Scott. Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Ja, dann gehen wir erstmal ins Scotch heben hier. Mit Money. Also, auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Prost. Der Brief. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Lass mal sehen. Ja, das ist eine Chicago 63.5. Könntest du bitte so nett sein? Sehe ich sofort. Und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Hinter der Theke? Wo ist denn das? Hier? Ja, bestimmt. Oder? Ja, sieht gut aus. Da haben wir's. Oh. Bitteschön. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Eine Royal 5? Und der F ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Macht's jetzt natürlich nicht einfacher. Eine Kundenliste vielleicht oder was? Über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das wäre gut. Das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Oder auch 3 Minuten.
brauchen Sie. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Ich finde sie tatsächlich auch sehr cool gemacht, irgendwie, weil sie halt einfach auch nicht perfekt aussieht. Das macht sie halt tatsächlich sehr, sehr, sehr lebendig wirkend, sehr realistisch wirkend. Wird jetzt vielleicht nicht die beste Perspektive gerade, aber... Das würde mir so auf den Sack gehen. Ja, also wir können auch nicht in so einem Uhrenladen arbeiten, aber das wird durchdrehen. So, wo ist er denn jetzt hin? Manni, was ist denn da los jetzt? Hallo? Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihnen... Manfred! Tja, hallo? Kumpel! Ist ja gar nicht gut. Er hat jetzt gerade die Polizei angerufen und er ist tot. Oh mein Gott. Er ist tot. Oh mein Gott. Okay, wir müssen die Liste finden auf die Schnelle. Wo ist die Liste? Wir müssen den Mörder finden. Scott? Oh mein Gott. Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars' Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Ja, ja, ja. Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Man muss aber eine Menge abwischen. Du hast eine Menge angekrabbelt. Ja, was haben wir alles angefasst? Wir haben die Lupe angefasst, wir haben das Telefon angefasst, wir haben das Fenster angefasst. Wir haben das Glas angefasst. Sie hat die Spieluhr angefasst. Ja. So, dann gehen wir hier vorne hin. So, dann geht's ans andere Telefon, weil es so schön war. Hier haben wir nichts angegrabbelt. Hier haben wir was angegrabbelt. Genau. So, das nächste ist... Die Lupe. Genau. Oder das Glas. Du musst alle Gläser. Ihre ja auch, ne? So, das rechte. Lupe noch kurz. Warte. Sehr gut. Haben wir das, die Flasche angefasst? Ich denke nicht. Ne, die hat er nur angefasst. Und die Spieluhr müsste noch sein. Komm, wir machen trotzdem. Jetzt haben wir sie angefasst. Aber es macht auch keinen Sinn, warum? Ich wollte gerade sagen. Okay. Und die Spieluhr. Wo ist die Spieluhr? Hier. So, hat sie sonst noch was eingegrabbelt? Nee, ich glaube nicht. Scott, wie lange dauert das denn noch? Ja, wir sind noch fertig. Los, komm. Jeden Moment. Ich hab's gleich. Aber von innen reicht er nicht. Du musst auch noch von außen, Junge. Okay, komm, wir gehen. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Ich sag mal ja. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Ich hab ja wirklich alles erwischt. So, von außen will ich auch nochmal rüberwischen. Hat sie die Vitrine angefasst? Wahrscheinlich. Ansonsten wäre jetzt der Fokus da nicht drauf gewesen. Scheiße. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Wir haben es verkackt. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und
Da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Guck mal, seine Haare flimmern auch grün. Er sitzt ja nicht im Büro, er ist im Homeoffice vom Greenscreen. Hab's ganz genau gewusst. Hab es doch gewusst. Sieh an, Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Ach, jetzt kommt er schon wieder, ey. Falsche Zeit. Er ist so ein Liebling, war der Typ. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Ja, klar, klar, klar. 1A sind lippensynchron. Da gibt's mal nichts. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Dann suchen Sie halt ohne mich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn irgendwas schief geht. Das war gewollt. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! Ah, du greif doch nicht ins Lenkrad, ey. Lass ihm doch wenigstens mal kurz Zeit zum Reagieren. Wenn Sie mir nicht helfen, den Mistkerl zu finden, dann mache ich es alleine. Tschüss. Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Ja, hat er recht. Schütze. Ich kann sie nicht so zurücklassen. Sie würde alles tun, um den Mörder ihres Sohnes zu finden. Alles. Scheiße, ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich will sie nur schützen. Na dann entschuldigen. Wir schenken Sorry. Aus. Lauren! Lauren! Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Was sie will, zärtlich beschützen. Wir sind Beschützer. Wir machen ja nicht einen auf Romantik. Na, wahrscheinlich wird zärtlich in den Arm nehmen. So. Ach so. Ja, als tröstende Geste. Passt perfekt der Mantel, würde ich sagen. Wie angegossen. Aber wie, Alter. So, was dachte ich? Wächst sie noch ein. Donnerstag, 11.15 Uhr, 85,50 mm. Wo sind wir jetzt? Bei wem klopfen wir da jetzt? Bei der Adresse, die wir haben auf dem Oregano. Ja, aber wer ist das? Das wissen wir nicht.
Ich stand leider nicht mit drauf. Ja. Was willst du denn? Ach, Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier kein. Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool. Easy. Benni, um es mal im Vorfeld gleich mal anzuklären, liegen mal um oder nicht? Weiß ich nicht, was hat er für ein T-Shirt auf? Wir machen einen Deal, ha? Also ich würde sagen, wir machen's. Ich mach dich fertig, Flachmixer. Ja, wir machen's definitiv. Du kommst in mein Haus. Einfach weil er so beschissen zielt, Alter. Ich weiß alle Knochen, Flachmixer. Nicht doch die Jute Fender-Gitarre. Wir sind gestolpert. Alter, wie... Scheiße, wir wurden jetzt angeschossen. Ja, so leicht. Oh, es war ein bisschen früh, ne? Oh Gott, hat der aber auch. Ich kann nicht hören. Also wie kann man denn auf so engen Raum mit einer Schrotflinte so ein beschissener Schütze sein? Vor allem, er hat jetzt keine Mund mehr. Wollte gerade sagen. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Also wenn du Stoff hast und Geld in deiner Wohnung. Erschieß mich nicht. Kann ich auch erschießen und einfach den Stoff und Geld nehmen? Ich hab Kinder. Das sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Komm, wir schießen ihn in den Fuß. Bitte nicht schießen, Typ. Muss man halt für deinen Sohn licken um. Ich bin auch Vater. Aber ich habe keine Wahl. Die Entscheidung hat Stevie getroffen. Ja. Für meinen Sohn. Nicht so viel DNA verteilen, bitte. Ja, das, die No-Name der Leiche, das ist nicht so sinnvoll. Ja, putzen wir weg. Mit dem Tuch. Wir müssen mal ein bisschen Atta holen. Naja, ist auf jeden Fall krass. Krass, was ihm abverlangt. So. Im Pistolengriff. Ach, Mann, Alter, das ist immer so nah, irgendwie, diese Lösung. So, na denn, schau mal nach. Das. Nein, mach sowas nicht mit der Pistole. Wieso denn so, Junge? Okay. So, als nächster hätte er quasi mit einer Datenkarte geschossen. So, weil letztendlich müssten wir doch jetzt schon fast die komplette Adresse haben. Eigentlich ja. Also wir haben zwar noch ein Origami vor uns. Alter, da ist nicht mehr viel Luft, Alter. Sean hat nicht mehr viel Zeit, Mann, Alter. Mann, das ist doch jetzt aber, komm, das kriegst du doch zusammen geschissen irgendwie. Roosevelt Avenue oder sowas, oder Boulevard, Bulft. 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 So, Familienvater von zwei Töchtern hat jetzt so eine Shotgun zu Hause und die stand so relativ locker rum. Also da habe ich auch Bedenken, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er verdient hat, aber ich frage auch nicht. Das ist alles für Schaffen. Das ist alles nur für Schaffen.
Donnerstag, 13:32 Uhr. Ich habe die Information. 87,22 mm. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Ich glaube, Benny, das ist jetzt sogar das eingefloppene DLC. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Gab ein DLC? Naja, und zwar der Taxi, der Mist. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Ring, ring. You can ring my bell. Ring my bell. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Oh. Und zwar rezeptfrei. Unangenehmer Typ. Sorry, das stimmt nicht. Sieht ein bisschen aus wie Udo Kier. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Der Blick von dem Typen. Das Schwein. Das Schwein, so, Benny. Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen. Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Auf gar keinen Fall, Alter. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Nein. Ich fass mich nicht an, Alter. Setz dich doch. Machst du gemütlich? So eklig, der Typ, Alter. Hallo, komm, wir trinken trotzdem ein. So, gleich wegschicken. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Das war Bernd von der Buchhaltung. Ausdecken. Ein Typ auf einer Party. Er gab mir Betropen. Er sagt, er sei von Ihnen. Nicht? Was kann ich eigentlich noch machen? Oh nee, warte, das will ich nicht. Haben Sie auch noch andere Medikamente? Für den richtigen Preis, Liebes. Und bei Ihnen, wie ist Ihr Preis? Vergessen Sie's. So läuft das nicht. Oh, schmieriger Typ, Alter. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Dann möchtest du nicht, dass das dein Vermieter ist, Alter. Es ist leider alles vermietet. Schade. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Oh, da wird er plötzlich hellhörig. Ja, ist ja überhaupt nicht verkrampft. Trinken Sie? Nein. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Ich muss leider auch noch Auto fahren, es tut mir leid. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. An Ihrer Stelle würde ich jetzt die Gläser austauschen. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Oder willst du mal ihn jetzt da finden, irgendwie? Will ich was suchen? Oh, was in den Schubladen? Naja, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn du was zu verstecken hättest, würdest du es im Flur verstecken, Benny? Nee, wahrscheinlich nicht. Unter anderem. Wahrscheinlich hier. Das war sehr laut. Ja. Ja. Vor allem, er kommt und, oh, Sie sind schon im Schlafzimmer. Oh, Paco. Paco. In der blauen Lagune. Okay, haben wir eingepackt. Da kann man nichts. Wir klauen gleich direkt.
auf Klo, weiß ich nicht. So, ein paar Medikamente. Ah, komm, klau ihm die Zahnpasta. So, immer mit der Zahnpasta so durch die Toilette durch und wieder hinstellen. War hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier war nichts. Okay. Oh, Benny, machst du das aber auch spannend mit dem Tür öffnen. Ey! Oh Gott! So, das ist aber bloß eine Etage, ne? Irgendwie, das ist jetzt... Oh! Neugieriges Luder. Wir werden Spaß haben, mein Schatz. Versprochen. Ich glaube nicht. Boah, ist so eklig. Ich sag, ist so eklig. Scheiße! Ah, sagen Sie Hi zu Matt. Zu wem? Wir haben angeblich wegen der Volkszählung. Matt? So ein verdammter Regierungsspiel. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe sie an Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Scheiße, macht ja keinen Sinn, oder? Genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren. Also ergreife ich jede Gelegenheit zum Glück. So ein Hobbyarzt, Alter. Ich habe keine Instrumente hier. Also nehme ich das, was da ist. Ich kann nichts machen. Das macht denen doch sicher nichts aus, oder? Oh Gott, ey. Oh, schön mit der Makita, ey. Ah, Benny jetzt. Oh, no, 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 no. Alter, was ist denn los mit ihm? Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich werde mich los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Können wir uns nicht irgendwie frei machen? Da irgendwie da an irgendeiner Kante reiben oder so mit dem Tau. Ziemlich dicke Tau. Oh, Jungs. Die Bohrmaschine, wo kein Akku dran ist. Oh, gut, unser Fuß ist frei. Sehr schön. Hm? Alles, Sir. Ich überbringe Ihnen. Ah, wunderbar, die Zeugen Jehovas sind da. Die sind lange und nervig. Ich kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, 500. Ach, hey, okay, so. Nein, danke, nein. Okay, Hamba, sehr schön. Ich glaube nicht, dass Sie an Bord Gottes kein Interesse haben. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Schön. Hammer-Time! Wirf doch nicht die Bohrmaschine! Du Arsch! Was hat er da jetzt? Ich muss sagen... Bums, weil da so bei der Trennscheibe... Ah! Nein, falsche Taste! Falsche Taste! Ha! Au! Jawoll! Nein! Genau, hol mir erstmal die Flex aus der Gusche. Genau, rein ins Gegröße. Hab ich schon. Nochmal, nochmal. Jawoll, Benni. Ach, ist ja ein finalischer Typ, Alter. Ja, naja, darf ich ja nicht dich sehen. Komm, Benni. So, Trennscheibe gegen Stichsäge. Sieht gut aus. Jawoll! Gib's ihm! Hab ich... Oh, Benni, los! Oh, shit!
passiert? Ist sie ohnmächtig? Oh. Jawoll! Ist halt immer wichtig. Vorbohren, vorbohren, vorbohren. Immer das, was ich sage. Hi Mutti, grüß dich. Aber ich glaube, das war doch nicht der Taxi, der Mist. Ich glaube, ich hörte doch noch dazu. Ein ekelhafter Typ, Alter.